ihr habt gar keine Ahnung, oder? Ihr habt gar keine Ahnung. Ihr lebt noch alle bei euren Eltern, oder? Mhm. Ja? Mhm. Noch? Nein. Ich habe mein erstes Kind sehr früh bekommen, mit 19 Jahren. Ich war auf mich selber gestellt, ich habe eine Familie gegründet. Ich bin verheiratet. Ich habe einen Mann. Ich habe 3 wundervolle Kinder. Und ich bin Unternehmerin, was möchte ich mal mehr? Die Bildung, okay, die Bildung ist das Wichtigste im Leben. Ich bin eine Kämpferin. Ich habe gekämpft, okay? Ja, eine Kämpferin. Soll ich für dich noch buchstabieren? Nee, brauchst du nicht. Gut. Ich krieg jede Frau. Jede, die ich will. Ich bin kein Macho. Aber ich krieg jede Frau. Ja, ich arbeite in der Küche. Ich bin ein richtiger Mann. Richtiger Mann. Ich arbeite in der Küche. Aber ich bin ein Mann. Die Frauen wollen mich alle haben. Einmal in der 8. Klasse wurde mir das Herz gebrochen. Da wurde mir das Herz gebrochen und ja, seitdem habe ich mir geschworen, nie wieder zu lieben. Ich hatte einen riesen Pickel auf der Stirn, den musste ich dann erstmal 10 Minuten überschminken. Dann hat meine Putzfrau mir eiskalt das falsche Oberteil gebügelt und deswegen musste ich mit meiner Bluse in die Schule gehen und nicht mit meinem süßen neuen Top, was ich extra für Raphael gekauft habe. Und dann habe ich deswegen einfach die Bluse ein bisschen aufgeknöpft und damit habe ich dann auch erreicht, was ich wollte. Denn in der Pause hat er dann mit mir angegeben, wie geil meine Figur ist und wie hübsch ich bin und all seine Freunde waren dann neidisch auf mich. Das sage ich euch jetzt ganz ehrlich, alle, die mir im Weg stehen, sind meine Feinde. Alle, die nicht der Meinung entsprechen, die ich habe, die können gehen. Gleichheit ist deine Einstellung und diese manifestiert sich im Phänotyp. Beispielsweise versuchen Figuren wie Conchita Wurst, ein Mann, der sich wie eine Frau kleidet, der Welt zu zeigen, dass das Wohlfühlen das Wichtigste ist. Ich selbst ziehe Frauenkleidung an. Ich hasse diese Phrase, da eine Frau nicht am Äußeren identifiziert sein möchte. Eine Frau muss immer top aussehen, der Mann muss lässig aussehen. Muss er nicht. Ich verbiege mich nicht. Ich liebe Frauenkleidung. Dabei bin ich nicht der Einzige. Leider, leider ist das nicht immer der Fall. Denn die Klamotten haben sich an die körperliche Annäherung der Frau angepasst. Ugly Fashion ist en vogue. Andrea Peach ist ein Unisex-Model. Es gibt auch Unisex-Designer, die zeitlose und genderlose Kleidung schaffen. Fumito, Ganrayo und Craig Green sind Modeschöpfer.